Welcome. Und an euch auch ein Willkommen zurück. Good things on sale, stranger. Das sagst du mir jedes Mal, aber du hast keine neuen Sachen. What are you buying? Ich könnte mal echt neue Waffen gebrauchen, aber du stockst ja dein Lager nicht auf. Das Einzige, was ich jetzt mal tun kann, ist noch meine TMP ein bisschen aufwerten. Is that all? Is that all? Dass sie jetzt 100 Patronen tragen kann. Come back anytime. Ich werde dieses Upgrade für den nächsten Endgegnerkampf echt gut gebrauchen können. Hinter diesem Tor wartet ein ganz großer Gegner auf uns. Naja, nicht genau hinter diesem Tor. Hinter diesem Tor befindet sich ein Haus. Und in diesem Haus, da geht dann richtig die Party ab. Das ist natürlich nichts für kleine Mädchen. Also Ashley, versteck dich. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Oh, der Mann mit dem Bart. Ich habe seinen Namen vergessen, aber das sieht nicht gut aus für Leon. Boah. Und Quick-Time-Event, das weiß ich nämlich noch. Boah, gerade noch mal so ausgewichen. Und wie gut, dass immer diese praktischen Fässer in der Nähe sind. Hasta luego. Meine Güte, was ist nur aus dem lieben Nikolaus geworden? Ja, ich nenne ihn jetzt Nikolaus. Ich habe nämlich echt keinen Plan, wie der bärtige Mann heißt. Ist er nicht Mendes oder so? Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, dafür habe ich meine TMP aufgebessert. Dass wir jetzt schön alles in seinen Body hineinjagen können. Okay, ein bisschen ausweichen wäre natürlich auch mal angesagt. Und es lohnt sich auch, diesen Schuppen genauer zu untersuchen, denn hier liegt der ein oder andere Gegenstand rum. Zum Beispiel grünes Kraut, gelbes Kraut. Und wo ist er? Anscheinend weiß er gerade nicht, wo ich bin. Wow, das sieht nicht so gut aus für mich. Leon, nimm das doch mit. Ah, die Handgranate. Die werde ich gut gebrauchen können. Jetzt erstmal runter da. Hast mich nicht gesehen, hast mich nicht gesehen, hast mich absolut nicht gesehen. So, dann komm mal runter da. Ich habe hier nämlich ein wunderschönes Präsent für dich, lieber Nikolaus. Wow, was war das für ein gewagter Sprung? Und nochmal. Man sieht, der Typ ist ganz schön tough. Ich könnte auch mal wieder die Sniper benutzen. Die ist zwar ein bisschen langsam, aber sehr kräftig. Aber ich benutze weiter die TMP. Die TMP, ja, yeah, genau die benutze ich. Jetzt verrecke endlich! Er verreckt nicht. Da wünsche ich mir, dass die Gegner eine HP-Anzeige hätten, aber das würde die ganze Sache wahrscheinlich zu einfach machen. Ah, nein! Ich dachte schon, einen Schlag habe ich jetzt. Ah, nein! Lass mich runter! Lass mich runter! Elixier! Heil-Elixier einsetzen! Jetzt habe ich echt nur noch ein einziges davon! Oh, no! Das wird ein sehr knapper Kampf. Das Einzige, was ich da noch habe, ist das grüne Kraut, was ich immer eben noch mit dem gelben kombiniere. Ansonsten, ja... steht es erstmal schlecht um Heilung. Also hoffe ich nur, dass er endlich mal zugrunde geht.
Ja, das sieht zwar gut aus, aber das war es natürlich noch nicht. Das war fies, du Fucker! Okay, er bleibt einfach da hängen und frisst meine Munition. Und hier, yeah, er hat mit so ziemlich einem Schlag die Hälfte meiner Energie abgezogen, also muss ich das Kraut einsetzen. Das erhöht wenigstens meine Energie, aber füllt nicht ganz alles auf. Wo ist er? Yum. Aber yeah, erinnert ihr euch noch, als gesagt wurde, nur das Auge kann das Tor öffnen? Dies ist das besagte Auge. Und wie praktisch, dass sich für uns ein Ausgang öffnet. Und wie gut, dass dieser Blödmann... Ja, Blödmann, was für eine böse Beleidigung. Wie gut, dass dieser elende Sack genug Geld für uns da gelassen hat, damit wir unsere Waffen beim nächsten Mal wieder auffrischen können. Und verdammt, ich habe dieses Fass nicht bemerkt. Ich hätte mir die Sache wahrscheinlich wesentlich einfacher machen können, aber was man zu spät sieht, sieht man zu spät, ne? Nochmal kurz gucken, ob ich hier... Ah, ein rotes Kraut. Dann sieht's ja nicht ganz so schlecht um mich aus. Da habe ich wenigstens wieder ein Heilelixier. Eins ist besser als keins. So, mal schnell nachgeladen. Ansonsten war hier oben, glaube ich, nichts mehr. Aber da unten habe ich doch was funkeln sehen. Ein Munitionspäckchen für meine Pistole und TMP-Munition. So, dann aber mal schnell raus aus der brennenden Hütte. Are you okay, Leon? Ja, du wirst mir nicht glauben, was da drin passiert ist. Der Nikolaus hat mich angegriffen und er hatte keine schönen Geschenke für mich. Ich bin enttäuscht. Naja, okay, er hat mir sein Auge hinterlassen, aber reden wir nicht weiter darüber. Haha, ich habe ein Auge auf dich geworfen, Ashley. Ja, schlechte Witze sind heute inklusive. Ich würde dich ja ansprechen, mein Freund, aber du hast bestimmt eh nichts Neues. Was ich aber tun werde, ist speichern, denn diesen ätzenden Kampf möchte ich nicht nochmal machen. Ich habe bestimmt mehr als genug TMP-Munition verballert und zwei Handgranaten verpfeffert. Yep, ich habe nicht mehr viel TMP-Munition, aber dafür habe ich auf einmal wieder ein bisschen mehr Sturmgewehr-Munition. Immerhin. Könnte der ja mal nachladen. Falls ich es mal brauchen sollte... Klick, klick. So. Aber Gegner sollten jetzt eigentlich nicht auftauchen. Also ich meine, dass zumindest jetzt keine Gegner mehr auftauchen, bis wir zurück an dem Tor sind. Diesmal warten zum Glück keine Gegner auf uns. Wir fahren einfach schnurstracks nach oben. Es muss ja nicht alles immer so kompliziert sein. Also sieh mal an, wir können meinen besten Freund von hier hinten aussehen. Ja, ich könnte jetzt so ein Arsch sein und ihn von hinten in den Rücken schießen, aber was wäre das denn für eine Freundschaft? Außerdem glaube ich, dass er dann nie wieder im Spiel vorkommt. Also ich habe es noch nie wirklich überprüft, aber ich möchte es auch gar nicht herausfinden. Lässt sich nicht öffnen. Dies scheint der einzige Weg aus dem Dorf zu sein. Yep, und wir haben den passenden Schlüssel, wenn ich das mal Schlüssel nennen darf. Und sieh an, das Tor öffnet sich. Nur für uns, Ashley. Für dich und für mich. Nur für uns beide. Und siehe an, wir sind in Schloss Hyrule angelangt. Und da oben warten schon die nächsten paar Gegner. Wie gut, wie gut, wie gut, dass ich mein Sturmgewehr aufgefüllt habe.
drei lustige Mannequins stehen da. Ach. Kein Problem. Einer weg. Oh, sie haben mich bemerkt. Wer ist der? Verdammt, daneben. Sie haben mich bemerkt. Und sie kommen ganz langsam. Ganz langsam. Aber hey, sie haben mir was hinterlassen. Aber ich werde jetzt wieder zur TMP wechseln, weil ich glaube, wir bekommen es gleich mit noch mehr Gegnern zu tun. Oh yeah. Sieh an, sie benutzen moderne Technik. Ein Automobil. Oh, Ashley, Ashley, lauf zurück. Komm zurück, komm, komm, komm. Gut. Die haben was verloren. Wow, 5500 Pesetas. Hier bei diesem Wägelchen gibt es einen netten Trick. Eigentlich sollen da Gegner herauskommen. Nur wenn wir uns nicht umdrehen, kommen sie nicht heraus. Ja. Bisschen Insiderwissen am Rande. Das Lustige ist, wenn wir uns jetzt einmal kurz umdrehen, tauchen auch auf einmal gefühlte 500 Leute auf. Komm schon, ich habe nur auf so eine Gelegenheit gewartet. Oh. Nachladen. Verdammt. Ashley, beeil dich. We have not much time. Okay, TMP. Ich hätte die Gegner vielleicht nicht herauslocken sollen, aber jetzt ist auch zu spät. Du elender Penner, hol mir nicht deine Fackel ins Face. Aber hey, sie haben uns da ein grünes Kraut hinterlassen und über grüne Kräuter freue ich mich immer wieder. Und Leon, bitte nimm die TMP-Munition mit. Wir brauchen jede einzelne Patrone, um in diesem Spiel vorwärts zu kommen. Sonst war hier nichts. Ah, Ashley, ich habe mich schon fast über dich erschreckt. Jetzt geht meine TMP-Munition aber echt bald zu Neige. Aber vielleicht können diese beiden Fässer ja was daran ändern. Mal gucken. Aha! Wenn man vom Teufel spricht. Und ein, was? Ein Kristall. So, und wenn wir jetzt auf die Karte gucken... Ja, müssen wir genau hier hin. Hier soll uns also der Hubschrauber abholen. Scheint mir nicht unbedingt der beste Platz zu sein, aber... Nein, es ist in der Tat nicht der beste Platz. Und somit hätten wir mal wieder ein Kapitel abgeschlossen und sind schon jetzt in Kapitel 3.1. Wir betreten ein komplett neues Gebiet, wir sind jetzt aus dem Dorf raus und betreten das Schloss. Ich weiß nicht, wie genau das Schloss heißt, aber vielleicht werden wir es ja noch erfahren. Und an der blauen Flamme da hinten erkenne ich, dass unser guter Freund natürlich auch schon wieder hier ist. Und er hat ein grünes Kraut für mich parat. Danke, mein Freund. Ich danke dir von ganzem Herzen. Aber ich nehme noch mal an, du hast jetzt neue Ware reinbekommen. Welcome. Ich meine, neues Kapitel, neue Ware. Das wäre doch mal... Got some rare things on sale. Endlich wurde die Liste aktualisiert und ich kann endlich den Aktenkoffer L kaufen. Thank you. Damit haben wir wesentlich mehr Platz und wir können auch die Schatzkarte für die Burg kaufen, aber ich werde schon so irgendwie klarkommen. Dazu kommen neue Waffen. Yes, endlich. Schrotgewehr. Sturmgewehr halbautomatisch. What are you selling? Dann werde ich jetzt erstmal den alten Kram zum Teufel jagen. Also hier, nimm ein Gewehr. Is that all, stranger? Hier, nimm ein Sturmgewehr. Is that all, stranger?
Thank you. What are you buying? So, und da möchte ich jetzt bitte upgraden auf das Schrotgewehr. Ich glaube, für den Rest muss ich noch ein bisschen mehr Platz machen. Ja, komm her, du grünes Kraut. Du kommst mir nicht davon. Thank you. Not enough cash, stranger. Oh, ich hab nicht genug Geld, so wie es ausschaut. Okay. Wir haben ja genug Schätze eingesammelt. Not enough cash! Meine Güte, muss ja nicht gleich so angepisst sein. Ich meine, dann können wir doch uns Is bestimmt irgendwie stranger? Einigen. Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Den Bierstein können wir für 15.000 verkaufen. Der ist allerdings noch nicht komplett. Aber wir müssen jetzt genug Geld haben, um das Sturmgewehr halbautomatisch zu kaufen. Ja, wir haben genug Geld. Und es verbraucht mal gleich gut doppelt so viel Platz wie das alte. Thank you. So, jetzt bin ich auch so ziemlich blank. Nix mit Raketenwerfer, Schulterstütze oder sonst irgendwas. Das war's jetzt fürs Erste. Und Erste-Hilfe-Sprays sind sowieso nicht vorrätig. Come back anytime. Ja, werd ich machen, hombre. Jetzt werde ich mich allerdings noch mal ein bisschen hier umschauen. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Ich kann jeden Pfennig gebrauchen. Wow, was ist los? So viele Fässer hier. Wenn daneben was drin ist, dann bin ich ein glücklicher Mann. Nein, da, oh doch, da ist was. Ein Spinell. Und wenn ich mich richtig erinnere, war hier in einem dieser... In einem dieser Kisten ist eine Schlange. Ich weiß es. Ich habe so ein Gefühl. So. Ashley, bleib zurück. Das könnte gefährlich werden. Ja, es ist eine verdammte Schlange, die mir ein normales Hühnerei hinterlässt. Gleich mal verwenden. Und drehen wir uns um. Siehe da. Ashley. Nein, Ashley natürlich nicht. Eine Schatzkiste. Die ist ja viel interessanter als Ashley. Vor allem, weil da eine Menge Geld drin ist. 5000 Pesetas. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Leon, lauf an dem Baum vorbei. Du musst nicht den Baum umarmen. Der Baum versorgt dich zwar mit Sauerstoff, ne, aber umarme den Baum nicht. Das ist alles, was ich da sagen möchte. Jetzt habe ich wieder 11.490. Ich könnte vielleicht noch meinen Red 9 aufbessern. So ein bisschen wenigstens. Ja, es reicht nicht aus. Wir könnten die Kapazität erhöhen, aber... Erhöhen wir die Kapazität. Is that all, stranger? Yep, that is all. Das wäre es dann mal fürs Erste. So, Ashley, ich würde sagen, wir speichern mal. Wir haben heute doch so einiges geschafft. Oder besser gesagt, ich habe einiges geschafft. Du standst wieder nur doof in der Gegend rum und hast nichts getan. Außer zu sagen, oh Leo, guck mal, das ist wieder ein Gigante. Der ist ja so groß. Nicht wahr, Ashley? Genau das hast du getan. Nun denn, nächstes Mal werden wir dann dieses gigantische Schloss erkunden und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass viele böse Buben auf uns lauern. Also gut, dass ich neue Waffen gekauft habe. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Es geht mit voller Spannung weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt doch mal einen Kommentar. Zitter, zitter, zitter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.